2012, Gramercy, Cellars, ein Wein von einem, jetzt kommt's, Sommelier. Da bin ich ja immer ein bisschen kritisch, aber es ist nicht irgendein Sommelier, es ist Greg Harrington, ein Sommelier, der relativ bekannt ist in den USA, der überall gearbeitet hat, unter anderem in der Gramercy Tavern in New York. Das ist jetzt zufälligerweise ein Laden, den ich kenne, Monster Weinkarte. Er ist ein Master Sommelier. Master Sommelier sind quasi die höchsten Weihen, die man erreichen kann. Da muss man echt viel lernen, einen Haufen Geld für ausgeben und wirklich richtig, richtig gut sein, Master Sommelier zu werden. Und das Geile ist, der Typ kann echt was. 100% Syrah aus dem Columbia Valley. Und das Ganze ist so irre. Es hat ganz viel von weißem Pfeffer, als ob man frisch gemahlenen weißen Pfeffer irgendwie in der Nase hätte. Der ganze Raum ist voll davon. Es hat eine Wahnsinnssäure. Es ist total leicht. Es ist verspielt. Es ist überhaupt gar nicht fett. Es ist das, was Columbia Valley ausmacht. Es ist alte Welt und neue Welt zusammen. Und es macht einfach nur einen Schweinespaß zu trinken.